Läuft, oder? Nee, läuft. Also ich habe jetzt mal schön vorhin der Akku war leer, ich habe es jetzt mal ein paar Kilometer ausgelassen, weil wir sind hier zwar mittlerweile wieder am Rhein, aber hier die laute Straße. Ich dachte, das bringt eh nicht viel. Jetzt haben wir schön angehalten, habe ich den Akku gewechselt. Dann könnt ihr uns wieder verfolgen. Wenn die Leila dann mal aufs Rad steigt. Ach, ich soll. Na gut. Das reicht schon. So. Dann geht's mal weiter. Die Strecke liebt wahrscheinlich die Leila ganz arg. Mir geht's wieder wegen der Sonne. Sehr viel Schatten hier. Also jetzt hier gerade ist ein bisschen Sonne. Viel Sonne, das ist okay, aber eigentlich vorhin die ganze Strecke waren die Bäume viel dichter, aber fast gar keine Sonne. Aber na gut, es lädt auch im Schatten ein bisschen, aber nicht so gut wie in der Sonne. Aber andersrum, wie gesagt, wo wir losfahren sind, waren die Akkus immer noch bei 75%. Ein bisschen Sonne haben sie jetzt auch abgekühlt. Also ich glaub nicht, dass ich auf 60% bin. Nur die Anzeige halt vom Motor, der zeigt mir jetzt gerade wieder nur ein Balken von 4 an. Was ich aber nicht glaube. Das hat er heute Morgen auch gemacht bei 75%. Schöner Schrebergarten, ein Wohnmobil drin und ein süßes Holzhäuschen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich aus dem Winkel nicht sehen können. Angenehmer für mich, angenehmer. Fahrt ein Stück vor oder seitlich. Habe ich immer eine Ausrede zum Dampfen. Wohnwagen. Ja. Hallo? So, und weiter geht's. Da kommt zwar noch jemand, aber der hat keine Taschen drauf. Den reicht's, wenn ich in die Grasnarbe fahre.
gestellt. Danke. Die hat sich nicht getraut, obwohl ich, wenn ich an die Partnerin fahre, ist wirklich der halbe Gehweg frei. Oder der halbe Radweg. Irgendwann wieder rechts, vorne. Wie das geregelt ist hier mit der Straße. Relativ gut. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich mich nicht da in den Verkehr einordnen muss. Ja. Den Radweg immer erst nach der Kreuzung machen, verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich passt es vom Platz nicht. Ja, der hat jetzt auch wieder geguckt. Ist ganz langsam vorbeigefahren. Also nicht wegen Platz, sondern weil er gucken musste. Seine Straße kehrt, dann hat er grinsen müssen. Hinfahren, dass man nicht zum Stehen kommt, bis es grün wird. Die ganzen Schlaglöcher, da geht die Kamera wieder flöten. Ja, im Wohnhaus und Gaststätte, das ist dann so ein Wohngaststätte, ja. Hübsche Häusle hier. Gegenwind umgart auf, das ist unfair.
das Linksabbiegen hätte auch schon vor dem Berg kommen können. Ich habe ja gute Bremsen. Links abbiegen auf Machscheider Straße. Das wird nichts mit langsam ranfahren, aber hochschalten könnten. Brauchen wir was von der Bäckerei? Ja? Brauchen wir was von der Bäckerei? So, was willst du? Ja, brauchen wir was von der Bäckerei? Vielleicht mal ein Brötle oder ein süßes Stückle oder sowas? Willst du? Das können wir auch machen. Ja, gut. Ja, gut. War ja bloß eine Idee. Was ich da gerade ergeben hätte. Der war hübsch, ja? Hast du schon gesehen? Den Hund? Beide Fahrer nett angehalten, gegrinst. Gebt doch nette Leute. Ja, Sommer, ausstellen in Deutschland. Da war gerade links eine Garage, ein älterer Herr mit tausenden von Ordnern in der Garage und war gerade im Ordnerwälzen. Das ist bestimmt so ein Nachbar, der jeden links und rechts verklagt, wenn er das Grashelmli nicht gerade geschnitten hat. Also sah das fast aus. Oder es ist ein Architekt. Ja, gehen wir mal vom Guten aus, es ist ein Architekt. Leila, ob sie lieber Schatten wäre oder ob wir auf der Straße fahren sollen. So, was will ich? Schatten oder Fahrer oder ja. Straße? Es ja, kommt drauf an, wie gut der Weg jetzt ist. Nein, dann hätten wir wieder Friedhof. Also da haben wir auch keine Probleme. Jetzt sollen wir das Wasser austauschen. Nee, jetzt lassen wir es drin. Genau. Wo geht's denn hin? Genau. Amsterdam jetzt erstmal. Ja, viel Spaß. Danke. Dankeschön. Ja, mir ist egal. Nein, irgendwo muss man wieder Platz machen. Mir ist auf der Straße lieber, weil da ist Sonne. Ja. Ja, fahr du da. Aber andersrum, wenn einer da ist, ist es auch ärgerlich für die Autofahrer, wenn man dann nicht nutzt. Ne? Obwohl die alle da auf der Straße fahren. Ja gut, die fahren natürlich andere Tempo. Vor allem die. Das ist eine Schnellradlerin. Guck mal um die Ecke, wie er ist. Du kannst leichter wenden wie ich.
Obwohl auch nicht. Ja, dann fahren wir da. Ist angenehmer für dich. Du hast ja eh einen Sonnenbrand. Ist für dich angenehmer, du hast ja eh einen Sonnenbrand, oder? Ja, ja, klar. Knalle rot bist du. Knalle rot. Nicht braun. Das ist braun. Na gut. Noch ein Schlückchen trinken. Erinnere mich mal dran beim nächsten Halt, dass ich meine Dampfe auffülle. Die Watte schmeckt schon ein bisschen verkokelt. Soll ich vorfahren? Uiuiui, welchen Gang habe ich denn da drin? Ach, am 10. Okay. Zum Anfahren. Brav auf die Seite. Cool mit den Spiegeln. Ich hätte eigentlich erst nicht erwartet, dass es funktioniert. Ich wollte schon was basteln, dass sie ein Stück länger rauskommen, die Halter. Dann habe sie dann mal einfach reingesteckt. Und das ging wunderbar. Wieder Arbeit gespart. Das Schöne ist, wenn jetzt mein Knie irgendwie doch Probleme machen sollte. Also so, dass es gar nicht geht. Bis jetzt geht's ja. Oh je, wenn doch auf der Straße fahren soll. So, einmal Gebüsch abmähen. Nur zu. Danke. Er rast durch und die Frau muss anhalten. Lustig. Die hätte locker dran vorbeifahren können, ich habe extra Platz gemacht. Bäumchen mähen hier. Und voll mit Blätter. Oh, und die Kamera hat es auch verschoben. Ja, also bergauf ist halt nur 9 Stundenkilometer angesagt. Aber ist okay. Hier ist so schön. Langsam tut der Tropfen den Stein ausholen. Aber gewiss. Autobahn, Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Macht ihr das noch? Ja, was will der jetzt da für eine komische Wende machen? Hoppeli hopp, hoppeli hopp. Rechts.